Jupp, dieser Gegner ist einfach nur nervig, weil der blockt nämlich Angriffe. Da seht ihr, der blockt nämlich Angriffe. Deswegen mache ich den jetzt einfach mal. Liga der Hobbylosen. Yo, ihr aber witzigen Leute da draußen. Ich bin hier nach der kurzen Pause wieder an dieser Stelle. Und Leute, falls ich komisch spielen sollte, oft sterben sollte, liegt dran, weil ich das Spiel lange nicht mal gespielt habe, sondern mehr... Smash Bros. Ultimate. Und da ist die Steuerung halt leider ein wenig anders, weil hier nehme ich mit einem Xbox-Controller auf, weil es einfacher ist. Und das Geld habe ich gerade beim Runterfallen gesehen. Deswegen gönne ich mir das natürlich noch. Komm, gib her. Danke. Leute, ich hoffe, mein Mikro übersteuert nicht, weil ich habe jetzt nochmal ein bisschen was umgestellt, weil ich einfach angenehm mal diese Spiele spielen wollte. Und warte, ich habe jetzt eine Karte, ne? Genau, und ja, verdammt, das habe ich ja komplett vergessen. Ich wollte ja immer am Anfang eine von diesen Kreaturen vorlesen. Ich glaube, bei den Höhlen lasse ich jetzt einfach mal aus. Den falschen Ritter, glaube ich, habe ich auch schon. Dann nehmen wir einfach mal den Baldur. Rollt sich zu einer Kugel zusammen und rollt auf Eindringlinge zu, die seine Territorium betreten. Ist selbst aber als Neugeborener aggressiv. Okay, gut zu wissen. Und das wollte ich auch machen, genau das. In eine Art heißen Sumpfwasser springen. Das macht man immer so, wenn man eine Aufnahme beginnt. Ganz genau. Okay, jetzt einmal gucken, wo bin ich gerade? Hier. Das heißt, ich kann einfach hier runterspringen. Gut. Soweit ist ja alles schon mal gut. Mann, mal aufzunehmen, ohne dass ich mich anspanne, meinen Rücken oder überhaupt komisch da sitze, weil mit meiner Capture-Karte mein Mikro einfach zu gut ist, irgendwie, gefühlt. Das ist das eher merkwürdig, weil jetzt zum Beispiel sitze ich übelst weit weg von meinem Bildschirm und von allem. Damit der Ton nicht übersteuert einfach. Also übelst weit, weiter als sonst auf jeden Fall. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal dann nach unten. Und ja, diese Gegner hier, wie schon in der letzten Folge gesagt, die explodieren ja immer. Auch die Leiche explodiert nochmal. Das sind sozusagen die doppelte Terroristen. Was echt deprimierend klingt, aber sind sie halt. Ja, kann ich nichts ändern daran. Okay. Ja, und zwar hier. Die werde ich jetzt auch nochmal angreifen. Hey. Stirb einfach. Danke. Du stirbst für mich, damit ich Geld kriege. Ist das nicht lobenswert? Ich weiß es zwar nicht, aber ich denke mal schon. Und jetzt geht's hier runter. Und dann geht's hier hinten runter. Und den Wurm da hinten habe ich ja schon in der letzten Folge befreit, den da oben. Deswegen müssen wir den zum Glück nicht nochmal befreien. Und hey, du stirb bitte. Danke. Leute. Und zwar gibt es irgendwas Krasses zu erzählen heute in der Folge? Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es überhaupt nichts zu erzählen, wirklich von mir jetzt, meiner Seite her. Okay, dass ich halt zurzeit dieses Spiel einfach kaum spiele und deswegen mega schlecht spielen werde wahrscheinlich und man das jetzt schon sieht, weil ich an einer so einer Mücke fast schon sterbe. Also vergibt mir. Okay, dann... haben wir hier gerade wieder so einen komischen Gegner gehabt, der wo einfach weg ist, plötzlich. Und neuer Eintrag im Journal, yeah! Aber den lese ich noch, wohl, wisst ihr was, den lese ich vielleicht sogar auch gleich vor. Fett, langsam fliegende Käfer, schießt ätzende Flüssigkeit ab, die seinen runden Körper eingelagert ist. Okay, interessant. Und nein, da wollte ich gar nicht reinhüpfen. Nein! Bitte ja gut, da kann ich wieder hochhüpfen. Gut. Aber ich glaube, unten ist sogar eine Bank, oder? Ich glaube schon, da unten müsste eine Bank sein. Doch, ich glaube, da unten müsste eine Bank sein. Das weiß ich aber nur aus... aus meinem eigenen Spielteil, wo ich mal gespielt habe, ein wenig. Und den Gegner will ich jetzt einfach mal töten. Komm her. Danke. Deswegen bin ich jetzt... Okay. Ich bin eindeutig heute nicht der beste Spieler. Eindeutig nicht. Also Leute, falls ihr besseres Gameplay sehen wollt, dann guckt meine anderen Videos. Hahaha. Ist noch nicht gerade besser, aber mal Werbung machen. Und Leute, falls euch solche Videos gefallen, abonnieren, bewerten und so Zeug, könnt ihr gerne mal machen. Und ja, ich hatte recht, hier ist eine Bank. Interessant auf jeden Fall. Und warte, kann ich hier jetzt gucken? Ja, okay. Dann gehen wir einfach, glaube ich, sogar hier unten weiter erstmal. Warum nicht? Ich glaube aber eher, dass ihr eher schnell den Boss sehen wollt, als diese Welterkundung. Die Welterkundung kommt nach dem Boss, oder? Ja, komm. Ich weiß zwar nicht, ob wir den heute schaffen werden. Ich denke zwar mal nicht, aber werden wir ja sehen. Mann, ich hasse diese langsamen Käfer.
Die sind mir zu langsam einfach nur. Und ja, ich habe gerade meinen Energieschuss abgefeuert. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Komm her. Komm her. Hey, komm her. Danke. Da mehr Geld. Yeah, Geld. Und zwar gleich hüpfen, weil unten ist nämlich wieder so ein fangende Bestie. Hey. Komm her. Du stirb bitte auch, weil du bist... Nein, ich wusste, dass die mich irgendwann treffen wird. Jetzt stirb, danke. Wenigstens habe ich ihn töten können. Auch diese Bestie, dieses Vieh. Okay, gibt es hier oben irgendwas, weil hier oben eine Plattform ist? Nein, anscheinend nicht. Also gehen wir weiter in den nächsten Raum. Was haben wir hier? Wieder giftigen Sumpf und ich glaube, hier ist einer von den stärkeren Gegnern. Ja, genau, dieser Gegner, der ist ziemlich gemein. Den versuche ich jetzt euch mal anzugreifen. Also, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell besiegen kann. Da muss ich gleich sogar meinen Laser mal benutzen. Doppelt. Nein, komm her, ich will dich einmal töten wenigstens. Nein, nein. Komm her. Ja, toll. Einen Versuch habe ich noch. Und wenn ich sterbe, ich... Ja, toll. Geil, dann darf ich jetzt erstmal meine Leben regenerieren. Irgendwie mit Seelen oder so. Und ich muss da durch. Oder ich sterbe jetzt gleich einfach nur, weil ich zu schlecht bin. Okay, dann gehen wir kurz zurück. Hoffen wir, dass die ganzen Monster noch nicht wieder gespawnt sind. Sind sie aber teilweise. Geil. Ich bin gestorben, weil ich da runtergefallen bin. Genial. Auf jeden Fall genial. Also bis an der Stelle, wo mein Geist war, obwohl das kann man euch nicht unbedingt rausschneiden. Ich bin zwar gestorben, lächerlich, aber ja, mir ist egal. In solchen Spielen gehört sowas einfach dazu. Lächerlich zu sterben in solchen 2D-Jump-One-RPG-Kampf-mäßiges Spiel. Und dass man jetzt hier nochmal direkt Schaden nimmt, weil man zu doof ist, eine so diese Fleischfliegen, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder Fleischfliegen, Käferhüllen, wie auch immer. Warte, wie heißen die eigentlich? Die heißen Obel. Okay, jetzt nenne ich sie auch Obel, weil der Name so richtig absurd ist, dass ich sie jetzt auch so nennen werde. Okay, diese Obel werde ich jetzt auch erstmal angreifen. Und du stirb bitte, danke. Mein Geist ist wieder bei mir. Jetzt soll ich mir noch mal ein bisschen Seelen. Okay, jetzt glaube ich, werde ich diesen komischen, weglaufenden, riesigen Laubwurm nicht besiegen können. Den will ich euch nämlich eindeutig einen Eintrag im Journal besitzen. Yes, hab ihn getötet. Alter, so einfach ging's. Moosstürmer. Scheues Wesen, das Eindringlinge scheut, indem es sie mit großen Moosklumpen bedeckt. Also bestürmt mit großen Moosklumpen. Okay. Hey, nein, ich hab doch gewusst, dass da einer kommt. Stirb. Und ja, Leute, dieser Moosklumpen-Gegner, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der taucht noch öfter auf. Also, keine Sorge, der wird noch leider öfter auftauchen. Und ich weiß nicht, ich mag diesen Gegner nicht unbedingt. Also, er ist kreativ, aber da... Ja, toll. Nein. Okay, ich lasse es lieber, weil sonst sterbe ich gleich. Hey. Alter. Da muss ich jetzt echt irgendwie da hoch, oder? Okay, ich muss mich jetzt erstmal kurz einmal wenigstens heilen. Okay, ich habe jetzt keine Lust, gegen den nochmal zu kämpfen. Gegen diesen Moosgegner da. Weil so einfach zu besiegen ist der da wirklich nicht. Ich finde sogar, dass der einer der nervigsten Gegner ist irgendwie. Zumindest in dem Bereich hier. Ne, ich sage jetzt einfach mal dazu. Und hier gehen wir noch nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal bis zur nächsten Bank. Komm, da wo der eine komische Gegner auch wieder lang ist. Der hier. Da gehen wir jetzt auch mal lang. Und warte, da unten ist was. Da unten ist was. Das habe ich. Da komme ich nicht hin. Natürlich werde ich sterben. Nein, ich bin nicht gestorben. Hey, ich bin nicht gestorben. Wuhu. Komm, ich brauche wieder ein bisschen Seelen. Komm her. Weil sonst werde ich gleich wieder sterben. Und dadurch, dass ich... Eigentlich ist das jetzt echt lächerlich, dass ich nicht gestorben bin. Nur weil ich schon Schaden genommen habe von dem komischen Moosstürmer. Die haut ab hinterher. Komm, wir verfolgen jetzt einfach mal nur diesen Gegner da, der die ganze Zeit abhaut. Und die meisten Leute können sich ja schon denken, das ist der Bossgegner dieser Ebene. Das können sich die meisten ja eigentlich schon denken. Und deshalb spoilere ich einfach mal.
Ich hätte es, glaube ich, nicht sagen sollen. Leute, falls ich es gesagt... Ich habe es ja jetzt gesagt. Was ich gerade übertönt habe, Leute, das war auf Versehen ein Spoiler, was hier der Boss dieser Ebene ist. Falls ihr das Spiel nicht kennt, habe ich sicherheitshalber mal das gespoilert weggelassen. Und, Alter, ich bin heute so richtig mies. Ja, geil. Alter, das wird heute so richtig lustig werden. Heute wird noch so ein richtig lächerlicher Tod kommen. Mit Sicherheit. Da ist Geld drin, ne? Oder war Geld drin? Geil. Heiko ist wieder runtergesprungen. Yeah, kluge Idee. Runterspringen ist immer so eine gute Idee. Ist hier keiner irgendwo ein Gegner? Doch, da. Danke, ich brauche wieder ein bisschen Leben. Ein paar Masken. Und ich bin wieder ganz nach unten gesprungen. Geil. Aber die Motten-Ding auch, dieser... Wie heißen die nochmal? Obel. Obel sind auch... Der ist auch wieder ganz nach unten gefallen, weil er tot ist. Nein. Ich bin zu schlecht, um hier rumzuspringen, weil ich immer auf den B-Knopf drücke auf Versehen, weil die Steuerung bei mir einfach mal A und B vertauscht ist. Also entschuldigt, dass ich so oft heute hin und her springe und irgendwas falsch mache. Das liegt einfach, weil ich zu doof bin mit dieser Steuerung. Und da oben haben wir ja... Oh, da muss ich hier Geld reinwerfen, ne? Ja, komm, die 50 kannst du ruhig verkraften, du komische Maschine. Dafür komme ich nämlich gut weiter und kann mich hier ausruhen. Und die Karte wird aktualisiert. Finde ich auch genial. Okay, Leute, ich glaube, wir können noch einmal gegen den Boss kämpfen heute. Oder vielleicht sogar zwei... Nee, das habe ich mir für eine nächste eigene Folge aus. Weil sonst wird die Folge so langweilig und dann plötzlich so mega spannend. Und wenn ich dann für eine Folge den Boss immer habe, direkt am Anfang, ist die Folge einfach spannender. Also entschuldigt, wenn heute Boss nimmer kommt. Aber wir werden heute noch viel erkunden. Ganz einfach gesagt. Und ja, bei dem Gegner habe ich gerade meine Seelen verbraucht, weil auf diesem engen Platz da oben zu kämpfen mit jemandem, der sich immer in die Luft jagt, ist einfach nervig. Ganz einfach und pauschal gesagt. Wir werden jetzt hier erstmal nach oben latschen. Dann habe ich wenigstens den ganzen Weg hier erkundet. Dann kann ich euch das in der nächsten Folge einfach sparen. Wie man hier hochkommt und so. Das kann ich euch dann einfach weglassen. Das kann ich einfach wegschneiden. Weil danach werden wir noch unten ein bisschen erkunden. Ja. Dann habe ich das wenigstens für die heutige Folge gut alles geschafft. Dann ist es echt eigentlich ziemlich... Bin ich weitergekommen, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Du stirb bitte einfach. Danke. Ich drehe auf natürlich noch in das Gift hinein. Das war richtig genial, Heiko. Einfach genial. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Oh nein, da gehe ich nicht weiter, weil das da müsste noch... Obwohl, wir haben noch Zeit. Das hier müsste jetzt ein Bossraum sein. Ja, da kommt ein Gegner. Und der ist, naja, einfach nur nervig. Jupp, dieser Gegner ist einfach nur nervig, weil der blockt nämlich Angriffe. Also seht ihr, der blockt nämlich Angriffe. Deswegen mache ich den jetzt einfach mal so. Er muss zuhauen. Und dann kann man ihn angreifen. Ganz einfach gesagt. Aber dieser Gegner ist einfach nur nervig, weil er halt viel nicht blockt. Und warte. Moosritter, Beschützer des grünen Weges, ausgebildet in der Kunst von Nagel und Panzer. Ja, die sind nicht einfach zu besiegen. Man muss halt immer sehen, wenn man auf so einen trifft, am besten ausweichen. Oder man hat halt schon andere Attacken drauf. Oder man muss halt Seelen einsetzen meistens. Weil Seelen, bei denen einfach am effektivsten sind. Oder man muss halt ausweichen, gucken, dass sie einen angreifen und dann halt, ja, angreifen. Also kontern sozusagen. Es gibt zwar keinen direkten Konter, aber man kann halt ausweichen und dann angreifen, weil die dann ein bisschen hängen bleiben in der Pose, glaube ich. So kann ich es am besten erklären. Der höhere Geist träumt einst von Blättern und schuf so diese Höhlen. In jeden Buschen und in jeden Ranken offenbart sich uns der Geist unser... Entschuldigung, ich habe auf jeden Fall... Nö, alles klar. Das war ein philosophischer, irgendein komischer philosophischer Text. Und wisst ihr was? Wir gucken jetzt erstmal in die Richtung hier noch. Ich glaube, das dürfte gut passen, in die Richtung noch zu gucken mal. Unten oder oben lang... Ist hier überhaupt was hier unten? Nein, hier unten ist nicht mal was. Okay, dann bleibt mir nur oben lang. Yay, oben lang. Ist hier noch irgendwas? Da ist nochmal so ein komischer Buschkäfer oder Buschwesen. Mann, die Namen dieser ganzen Kreaturen ist einfach nur manchmal echt lustig. Hier ist ein neues Gebiet, oder? Grüner Weg. Immer noch?
grüner Weg. Okay. Ich dachte, das ist ein... Okay, hier sind wieder schwächere Gegner. Okay, da gehen wir dann nach dem ersten Boss wahrscheinlich lang. Das ist zumindest jetzt meine jetzige Idee. Und wehe, der Gegner ist da wieder gespawnt, wehe. Da kann ich es euch jetzt einfach mal am besten zeigen, Leute. Und zwar, die müssen weggehen. Greif an, greif an, greif an, greif an. Okay, dann nicht. Und Leute, ich muss hier kurz weg. Leute, warum ich jetzt hier gerade gecuttet habe, ist, weil gerade jemand geläutet hat. Und zwar, ich glaube, ich werde jetzt gerade voll gegen diesen Gegner sterben. Nur weil ich gerade nicht mehr im Spiel war. Verdammt. Aber das passt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Gut, okay, jetzt muss ich hochlatschen, um meine Seelen zu kriegen. Das schneide ich euch wahrscheinlich kurz raus. Leute, ich bin wieder oben. Ich versuche jetzt meine Seele ohne diesen Geist, ohne diesen einen Gegner da zu triggern, zu holen. Hat auch gut funktioniert. Jetzt werden wir erstmal hier nach oben gehen, weil ich glaube, ich habe hier oben was übersehen bei dieser Plattform, bei diesem Teil. Und zwar, man kann hier irgendwie nach oben. Naja, kann man, glaube ich. Aber dazu brauche ich erst den Wandsprung. Und verdammt, jetzt habe ich nochmal was gespoilert. Falls ich da auch wieder an irgendeinen Ton drüber gemacht haben sollte, wisst ihr, ich habe gespoilert. Falls. Also bis unten, ne, Leute. Wir gucken jetzt kurz nach dem anderen Weg, der wo hier irgendwo hier sein sollte. Den man noch bereisen gehen kann oder gehen kann. Weil, ja, warum nicht, ne? Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Ein wenig Zeit habe ich ja noch. Journal aktualisiert. Okay, Odell. Ob es wohl... Obwohl, da darf ich jetzt nicht lesen, weil es pausiert ja nicht direkt das Spiel. Hier kann ich, glaube ich, lesen. Obwohl es weiß, wie nervig es ist, wenn es herumschwirrt und seine schädlichen Körpersäfte überall hin versprüht. Wenn du welche von ihnen siehst, sorg dafür, dass sie nicht überleben. Okay. Ich habe da einen gesehen, aber ich greife ihn nicht an. Okay, was haben wir hier jetzt? Komische Höhlengegner wieder, die wo... eigentlich schon sau schwach sind, da man ihr Angriffsmuster einfach nur kennt. Okay, soweit in Ordnung. Ich glaube, hier ist ein Wurm. Hier müsste ein Wurm sein. Klingt nämlich gerade voll so. Und ja, ich habe hier unten meine Seele gerade aktiviert, weil ich einfach hier rasieren wollte. Okay, das ist ein bisschen komisch hier, der Bereich. Aber okay, bis jetzt. Ich glaube, da oben komme ich gar nicht da um. Komme ich da hoch überhaupt? Ja, komme ich. War ich hier schon mal? Da müsste jetzt wahrscheinlich gleich so wieder so ein Stürmkäfer irgendwo kommen, oder? Oder nicht? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Stirb, du komischer Buschkäfer wieder, du Buschvieh. Du Buschvieh. Das klingt so richtig falsch, einfach nur. Aber okay. Ich habe es Buschvieh genannt. Okay. Und ich gehe nochmal hier nach oben, weil ich wissen will, ob da oben auch noch was ist. Ja, da oben ist auf jeden Fall irgendwas, aber man sollte auch mal springen, wenn man irgendwo rüber will. Über eine Schlucht. In einem 2D-Jump-One-Action-RPG-Game. Das wäre, glaube ich, zumindest klüger. Und du stirb bitte. Hey, du Vieh. Stirb. Danke. Yeah. Überall Münzen, yay, Münzen, Münzenparty. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier durch. Was haben wir hier? Erstmal wieder so ein komisches Insektenvieh, das sich einfach zu doof bin zum Angreifen. Das habe ich auch erwartet, muss ich sagen, dass hier wieder so ein Stürmekäfer kommt, stürmender Mooskäfer. Den habe ich so erwartet. Yep. Dass der vorbeikommt. Aber ich war hier echt noch nicht, ne? Okay. Ne, achso, das ist der Weg, wo man zurückgehen könnte. Wenn man den Boss besiegt hat, ne? Ja, ist eigentlich nicht schlecht, wenn ich den schon kenne. So kann ich euch den Weg auch zurück ersparen am Ende. Außer ich rede halt übelst trieben viel. Und zwar, weil hier, wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich direkt wieder am Anfang. Seht ihr? Also Leute, man hört sich in der nächsten Folge, wenn sie da ist. Jo, ihr aber witzigen Krieger da draußen. Ciao.